Das können wir eigentlich auch gleich machen. Wir könnten eigentlich mal hier den Villager Spawner wegpacken. Wir haben auch weiße Wolle noch. Die hat natürlich eigentlich auch nichts drin zu suchen. Die könnten wir gleich mal wegpacken. Genau, hier drauf. Haben wir sonst noch etwas, was wir eigentlich nicht brauchen? Die schwarze Wolle brauchen wir auch nicht mehr. Dafür haben wir jetzt die graue. Vielleicht einfach dann doch ein bisschen zu viel Werkzeug am Start. Das Flint brauchen wir sowieso nicht. So. Dann holen wir mal Glas. Hatten wir noch mal Glas? Yes. Sehr gut. Glas war es, was wir brauchten. Und eine Kiste. Und vielleicht sogar ein Crafting Table. Crafting Table haben wir eventuell. An den Ofen können wir natürlich auch einpacken. Ja, nehmen wir auch einen Ofen mit. Man braucht ja immer irgendwie in jedem Gebäude einen Ofen und ein Crafting Table oder eine Kiste. Passt also. Und da wir auch einen Schornstein haben, ist das schon in Ordnung. So, Tür zu, bitte, ja. Ich werde jetzt ein bisschen schlafen wollen. So, gute Nacht. Ich werde mal kurz noch ein bisschen was twittern zwischendurch. Manchmal ist das einfach wichtig zwischendrin, um wieder ein bisschen frischen Wind in den Kopf zu kriegen. So. Weiter geht's mit unserem schönen Gebäude. Wir werden jetzt mal die Glasscherben einsetzen. Guten Morgen, liebe Dorfbewohner. Und eigentlich sind es ja immer noch zu wenig Leute. So viele Häuschen, wie wir hier haben, haben wir eigentlich noch Platz für viel mehr, glaube ich. Könnte man eigentlich auch mal ausrechnen, wie viele dann tatsächlich hier Platz finden würden. Und es auf ein Schild platzieren. Aktuelle Einwohnerzahl. Das wäre ja auch mal eine schöne Idee. So, hier haben wir jetzt einen Ofen. Oh, das finde ich aber cool irgendwie. Das ist der Schmied. Und das sieht man halt auch von außen, dass es der Schmied ist. Finde ich wirklich sehr cool irgendwie. Jetzt können wir hier noch... im Grunde könnten wir hier eine Fackel drauf machen. Oh. Geht natürlich nicht. Aber so. Finde ich super. Einfach so eine wirklich billige, einfache Idee gehabt. Und schon sieht das gar nicht so schlecht aus, muss ich mal sagen. Dann bauen wir hier aber die Kiste hin. So. Dann haben wir als nächstes die Glasscheiben dran. Und dann können wir mal ein bisschen über die Inneneinrichtung nachdenken. Hier haben wir jetzt kein Fenster. Ist das schlimm? Nö. Ich meine, hier hätte man natürlich auch einen Ofen oder was haben können. Ja. Hier ist mir ein bisschen zu viel Holz. Haben wir denn jetzt so viel, dass wir das auch abtragen können? Ja. Sehr gut. Dann haben wir nämlich eine richtig schöne Deckenfreiheit. Dann wirkt das nicht so ganz gedrückt. Und ja, das ist schon gleich viel besser. Dann haben wir auch ein bisschen Platz für eine Fackel, ohne dass man denkt, die Hütte brennt ab. Hier eine und an der Tür eine. So, wunderbar. Ja, dann könnten wir hier auf jeden Fall mal... Vielleicht ist das dann wirklich so, dass man hier so wartet. Wobei ein Amboss wäre natürlich auch ganz geil, muss ich mal sagen. Wobei, den könnte man eigentlich auch draußen hinstellen. Nein, ich würde sagen, dieses Gebäude ist fertiggestellt. Und ihr wart Zeuge dabei. Wunderbar, muss ich mal sagen. Klein, aber fein. Genau so muss unser Dorf sein. Schöne, kleine, feine Sachen. Die Idee mit dem Kamin finde ich eigentlich echt toll. Sieht wirklich gut aus. So muss es sein. Jetzt müssen wir uns natürlich hier noch Gedanken machen über das Eingangstor. Weil das brauchen wir jetzt natürlich eigentlich gar nicht. Wie gesagt, ich twitter gleich nochmal ein bisschen mehr. So, weiter geht's. Ich verrate euch aber nicht mit wem. Das ist ein Geheimnis. So, da müssen wir uns mal überlegen. Vielleicht bauen wir dann eher hier oben sowas hin. Da ist natürlich so, hier haben wir schon ein bisschen angefangen. Das wird da, wenn wir hier rüber bauen,
Vielleicht bauen wir das dann, das Tor hier hin. Das heißt, hier ziehen wir dann das einmal rüber und dann konzentrieren wir uns ein bisschen auf diese, auf diesen Bereich und gestalten den aus und ja, gucken dann, dass wir das hier schön kriegen und dann können wir das Stück für Stück ja erweitern. Hier können wir dann zum Beispiel unser wunderschönes Blumenbeet hinbauen oder noch ein weiteres Feld. Das fände ich eigentlich ganz gut. Muss ja nicht immer alles super voll mit Gedöns sein, mit Hütten, sondern kann ja auch ein bisschen Landwirtschaft sein. Das ist hier ja einfach auch noch ein Dorf, muss man ja ganz klar sagen. Und dann würde ich mal sagen, ziehen wir jetzt hier mal das, das hier weiter. So. Hier kommt natürlich ein Monster drüber, aber das ist schon okay. Wir haben natürlich mit Sicherheit auch zu wenig Fenster bei. So, dann können wir nämlich hier zumachen. Machen wir hier dicht. Dann kommt da nämlich ein Tor hin. So. Ja, sehr schön. Dann machen wir mal hier weiter. Können wir das eigentlich auch gleich abnehmen. Jetzt bin ich so ein bisschen im Flow gerade. Das dauert immer so ein bisschen. Ich habe jetzt einfach auch den ganzen Tag irgendwelche anderen Sachen im Kopf gehabt. Und vielleicht muss ich, vielleicht ist das auch der Trick, dass ich einfach so ein bisschen auch davon erzähle, was ich tue, das so ein bisschen als Videoblog mache. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich traue mich das eigentlich auch irgendwie gar nicht so richtig, weil ich befürchte halt, über das, was ich so am Tag quatschen könnte oder was ich so erlebe, interessiert dann vielleicht auch wieder keine Sau. Ist vielleicht so eine klassische Selbstunterschätzung, aber so sind die Menschen halt. Sind halt eben keine Riesen-Egos, die sie mit sich herumtragen, sondern halt einfach ganz normale Leute, die sich Gedanken machen und ja, da ist das halt normal, ne? 60 Cobblestone Walls müssten aber eigentlich reichen, würde ich mal sagen. Ein Tor haben wir dann eigentlich gleich dabei, weil wir bauen das ja ab. Und was können wir noch? Wir können mal das Glas wieder zurückpacken. Ich habe ja eigentlich nur immer die Angst, dass es gleich macht, wenn es sich herausstellt, dass einer von diesen Nasenbären, das ist schon creepy, wenn da mal plötzlich so einer hinten so vorbeiläuft, einer von diesen Nasenbären sich als Creeper entpuppt. Ja, guck mal. So. Hallo. Alter. Ihr nervt aber ein bisschen. Naja, oder auch nicht. Aufhören sich zu beschweren, immer das Positive zu sehen. Lieber zusammen sein mit, in einem Dorf mit einem Nasenbär, wie ganz alleine sein. Ja? Also so komplett alleine, überhaupt gar keinen Menschen. Weit und breit. So würde ich gar nicht leben wollen in so einer Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen romantisch. Stell dir vor, du wachst auf und die ganze Welt ist leer. Gibt es auch genügend Filme, die das schon echt geil verfilmt haben. Teilweise mit Zombies, teilweise ohne Zombies. Das kann man sich ja auch aussuchen. Gibt es auch verschiedene Filme in der Art. Ja. Also ich wollte es nicht. Ich finde das echt creepy, wenn man... das ist immer das Problem mit diesen Dingern. Das ist, wir müssen im Grunde den ganzen Zaun abreißen und tatsächlich aus Stein machen, damit man auch wirklich niemand durchkommt. Und hier müssen wir dann tatsächlich auch mal dann irgendwas uns einfallen lassen, weil diese Wand, diese blanke Wand sieht auch einfach nicht so toll aus. Vielleicht können wir die zuwuchern lassen mit Gestrüpp. Das wäre natürlich auch nett. Ich habe mal wieder eine Facebook-Message bekommen. So. Ich bin gleich soweit. Weiter geht's. Oh, tut mir leid, aber so ist das halt in der echten Welt. So. Da muss man in Minecraft ab und zu einfach mal viele Steine abbauen. Oder halt dann auch mal eine SMS schreiben oder eine Twitter-Nachricht. So. Dann haben wir das hier gleich fertig. Ein bisschen umgestellt. Ja, hat schon. Ist gleich schon mal eine Portion offener. Und durch den Stein wirkt das dann auch ein bisschen runder. Wobei man sich jetzt hier natürlich schon fragt, was soll das? Das wirkt dann einfach auch ein bisschen leerer. Da müssen wir uns gleich ein bisschen was einfallen lassen.
Das hier können wir allerdings abreißen. Es war nicht besonders schön und auch nicht besonders nützlich. Doch, nützlich war es schon, aber auch nicht besonders schön und eher etwas improvisiert. Deswegen packen wir das jetzt mal weg. Das können wir eigentlich hier komplett abmachen dann. Dann schauen wir mal, was sich hier ergibt, wenn die Grenzen dieser Welt gefallen sind. Haben wir schon die ersten Höhlenankündigungen, Soundtrack-technisch. Und es geht gleich wieder zurück ins Bettchen. Hat's gemacht, aber das war diesmal kein Creeper, sondern eine Fackel, die wir gelöscht haben. So, und das sieht natürlich jetzt hier gleich mal dann ganz anders aus. Und warum kann ich die nicht mehr aufnehmen? Wir nehmen mal den Spruce-Dinger weg, den haben wir nämlich, davon haben wir nämlich genug. Ja, das sieht natürlich gleich ganz anders aus, muss man mal sagen. Oh, hier diese Himmelshölzer darf man natürlich nicht vergessen. Und ich werde wieder ein bisschen leiser mit sprechen, denn ich bin das Sprechen nicht mehr gewohnt. Das heißt, meine Stimme ist immer so ein bisschen kaputt, schon nach einer ganzen Weile. Deswegen müsste ich es eigentlich viel öfters tun. So, dann gehen wir mal ins Bettchen. Ich höre gar keinen... Ah, doch. Da sind sie. Guten Abend, die Herrschaften. Ah, wie schön. Es ist einfach schön, der Sonne zuzuschauen und nebenbei zu twittern. Ich weiß, das ist natürlich verboten eigentlich, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Wenn man das Ganze auch nicht so ernst nimmt, dann muss man auch nicht immer müssen, sondern man darf einfach auch mal ein bisschen. So, und wir gehen schlafen. Ich wünsche eine gute Nacht und bis gleich. Alter, kommen sie rein wie die Irren. 1, 2, 3. Die sind alle da. Alle. 1, 2, 3, 4, 5. So, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen, dass Sie heute Abend hier in mein Schlafzimmer gekommen sind. Sie haben zwar keine Ahnung, was ich von Ihnen will, aber ich werde Ihnen jetzt einfach eine fiktive Rede halten. Okay, die Herren in den lilanen Manteln verlassen den Raum. Vermutlich, weil Sie das schon mal gehört haben. Sie werden sich vielleicht fragen, warum sind wir alle hier? Wer sind wir und wohin gehen wir? Dazu kann ich nur sagen, ein Spiegelei mit Speck bitte und 43. Und wie ich sehe, haben Sie alle Ihre Handtücher vergessen. Das ist natürlich etwas, was wir unbedingt beachten müssen, wenn wir in dieser Welt wohnen. Wir brauchen Handtücher. Da helfen uns nicht mal lange Nasen. Wobei, Sie haben ja, Sie haben auch eine lange Nase. Ich dachte, Sie haben vielleicht eine Knubbelnase. Aber die haben ja ernsthaft alle die gleichen Nasen und grüne Augen. Warum haben die grüne Augen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. So, haben wir die mal kurz mit einem spontanen Vortrag erquickt. Ich bezweifle zwar, dass Sie irgendwas verstanden haben. Frage mich ja auch, welche Sprache die eigentlich sprechen, das nur aus einem einzigen Geräusch besteht. Aber, na gut, wer bin ich, dass ich über andere Kulturen urteile? So, hier haben wir jetzt unsere wunderschöne Fläche. Da können wir doch auch gleich mal gucken. Da könnten wir tatsächlich in der Tat möglicherweise, vielleicht spontanerweise etwas bauen. Etwas Feldmäßiges. Ich mache erstmal hier das Gebüsch ab. Wobei das natürlich auch ganz nett ist, wie das hier aussieht. Aber so etwas wie ein... wie einen kleinen Garten Eden könnte man natürlich auch anlegen. Oder man baut... man macht Häuser hin. Bänke könnte man hinstellen. Das würde vielleicht auch ganz gut zu dem Platz hier passen. Ich bin mir noch ein wenig unsicher und während ich nur etwas nachdenke, habe ich gerade über Twitter eine schlechte Nachricht erhalten, aber die ist geheim. So. Ja, das beschäftigt mich jetzt innerlich etwas, aber wir könnten hier ein bisschen was bauen. Lass uns mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja, also hier haben wir, soll man ein Feld bauen oder sollen wir hier eher so ein bisschen Richtung Blumengarten gehen. Also, dass wir hier vielleicht die Ränder durch Stein ersetzen. Durch schönen Stein aber. Und Felder machen und darauf Blumen pflanzen. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Folge zu Ende ist.
Und bis dahin haben wir hier dann auch ein bisschen was geschafft. Hier unser kleines, unsere kleine Schmiede hingebaut. Die sieht echt ziemlich lustig aus, muss ich mal sagen. Wirkt ziemlich schnuckelig. Vielleicht ein bisschen deplatziert gegenüber dem Ding hier, aber das ist egal. Das muss einfach sein. So bekommt die ganze Geschichte auch irgendwie Charakter. Genau. Unsere Beschriftungen sind noch da. Die sehen mit den Shadern immer so ein bisschen blass aus, muss ich sagen. Hier wird ordentlich geschnackt. Plöpp. So, dann räumen wir mal ein bisschen erstmal Zeug weg. Hier dieses, das brauchen wir zum Beispiel nicht. Falsche Kiste. Ich schlafe schon ein bisschen, bin den Gedanken gerade auch noch bei meinem Twitterer hier. Würde ich euch gerne eigentlich von erzählen, aber darf ich natürlich nicht. Und das ist natürlich doof. Aber so ist das im echten Leben. Naja, nicht, dass ihr nicht im echten Leben wärt, ne? Okay, die Tür können wir hier hinpacken, die brauchen wir jetzt ja gerade nicht. Dann haben wir hier noch Zäune. Zäune haben wir da auch. Können wir dann hier wieder reinpacken. Dann haben wir hier insgesamt ein bisschen mehr Platz. Das hier hoch, die graue Wolle. Klang gerade auch wie eine Verletzung. Die Wolle könnten wir dann auch gleich mal wieder wegpacken. Kohle haben wir noch da, wobei wir brauchen eigentlich keine Kohle gerade, weil wir ja gut befackelt sind und auch nicht unterwegs sind. Packen wir die Kohle mal weg. So, dann können wir hier gleich mal schauen, was haben wir denn für Samen. Wir könnten mit Büschen arbeiten. Das halte ich ja mal für eine richtig schöne Idee. Geil, das machen wir. Ja. Dafür brauchen wir aber auch noch eine Harke. Und Cocoa Beans. Könnten wir auch was machen. Das wäre auch eine schöne Idee. Dann nehmen wir noch ein paar Blümchen mit. Und dann gucken wir mal, was wir da schon mit den einfachen Mitteln zaubern können.